Sergei Litvinov wird sehr schweren Verbrechen beschuldigt. Er war Mitglied bei dem Nazi-Bataillon Dnieper. Ihnen wurden ständig Drogen verabreicht. Nach eigenen Angaben von Sergei Litvinov hat er nicht nur die Separatisten getötet, unter den Opfern des Kämpfers des Dnieper-Bataillons waren Frauen und Kinder. Hier sind die ersten Aufnahmen der Befragung. Wie fühlt sich ein Mensch, der Kinder mordet? Schlecht. Ich halte das für schlecht. Wir waren nicht adäquat. Agierten unter Drogeneinfluss. Litvinov beendete 7 Klassen, arbeitete als Bauer. Er war vorbestraft und hat daher nicht gedient. Nach Beginn der Kampfhandlungen in Donbass schließt er sich dem Bataillon Dnieper an, der vom Oligarchen Kolomoyski finanziert wird. Litvinov erzählte dem Ermittler, dass er für jeden Getöteten eine Prämie bekommen hat. Ermittlungen laufen bereits. Der Ukraine wird des Mordes beschuldigt und der verbotenen Kriegsführung. Die Beweislage der Verbrechen, die durch Dnieper, die Nazi-Garde und die ukrainische Armee begangen worden sind, wird durch die zahlreichen Zeugenaussagen, die Beschlüsse der Experten und die Aussagen vom verhafteten Kämpfer des Bataillons Dnieper Sergei Litvinov bestätigt. Entsprechend Litvinovs Aussagen hat er persönlich zivile Personen, die nicht am Konflikt beteiligt waren, gemordet, unter anderem Frauen und Kinder in den Siedlungen Milovoje, Shiroki, Makarovo und Kamyshnoe, oft nur aufgrund von anonymen Anzeigen. Litvinov wurde auf russischem Territorium verhaftet. Über die Grenze ist er wegen starken Zahnschmerzen gegangen. Er hat sich für einen Separatisten ausgegeben und wurde zum Krankenhaus gebracht, wo er durch seine Lügen entlarvt wurde. Zahn tat weh. Meine Frau sagte, ich soll hier rübergehen. Bei uns sind alle Ärzte weggelaufen. Die Krankenhäuser funktionieren nicht. Ich musste über die Grenze nach Russland. Momentan sammeln die Ermittler Informationen für eine Kriminalakte. Jeder, der etwas über Litvinovs Verbrechen in Donbass weiß, wird gebeten, sich zu melden.